So Leute, willkommen auch schon im nächsten Daylight Park. Und ich muss noch zusätzlich sagen, die ersten zwei Teile waren zwar noch ein bisschen trübselig. Zwar mit meinem Geschrei war schon mal eine heftige Sache, aber jetzt muss ich sagen, wird der Horror stärker. So, da ist noch mal eine Kindertagesstätte. Okay, was hat jetzt das hier mit unserer Mission zu tun? So Leute, ab diesem Moment geht es mit Schockmomenten und Schreiereien erst richtig los, weil nun können wir angegriffen werden. Und das Einzige, mit dem wir uns verteidigen können, ist Feuer. Und zwar unsere Signalfackeln, die wir haben. Okay, hier ist irgendwie gar nichts. Hier ist nichts. Was? Hier ist wirklich gar nichts. Ja, ist tatsächlich gar nichts. Okay, Leute. Das war ja schon mal ein bisschen enttäuschend. Und dabei sind wir gerade hier schon am Anfang. Es geht los. Es geht los. So. Nun, hoffentlich wird es hier ein bisschen interessanter. Weil es geht nämlich jetzt schon wieder darum, Relikte zu finden. So, da zum Beispiel ist schon eins. Datum 9. September 1937. Akte Patientin 27C. Der Patient ist auf unerklärliche Weise über Nacht verstorben. Der Leichnam wurde heute Morgen von der Schwester während der Vorbereitung für die Elektroschocktherapie entdeckt. Der Leichnam wurde in die Leichenhalle überstellt. Die Einäscherung für diesen Abend angesetzt. Der Patient hatte keine weiteren Angehörigen. Also war das letzte, was wir gesehen hatten, tatsächlich Brennöfen und nicht solche Gefrierfächer für die Leichen. Tja, das ist jetzt wirklich übel. Na gut, das wäre hier nicht schon schlimm. Schon horrormäßig genug. Aber wenigstens konnten wir mal ein paar Fragen klarstellen. Und da ist noch ein Zettel. Zack. Adam, ich glaube, ich habe das Ding gesehen, von dem du das letzte Mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, was zum Teufel es ist, aber es ist bestimmt kein Mensch. Es hat mich einfach angestarrt und ist verschwunden, als ich mein Licht darauf gerichtet habe. Billy sagte, ich hätte Schatten gesehen, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Irgendwas stimmt da unten nicht. Ich werde beantragen, dass sie mich versetzen. George. Okay, wer ist George und was hat er da unten gesehen? Schade, ich dachte, ich wollte das jetzt eigentlich selbst aufmachen, um zu sehen, ob da noch irgendwas ist. Oh ja. Es geht los. Es geht los. Moment mal, warum ist unsere Karte eigentlich so klein? Wie, mehr können wir nicht daraus machen? Okay. Dann lassen wir es mal so, damit ich wenigstens sehen kann, wo wir alles entlang gehen können. Okay, wir haben hier dieses rechts. Okay, los zum... alles klar! Vielen Dank auch. Dass ihr uns die Tür verriegelt habe, durch die wir gerade gehen wollten. Okay, dann gehen wir hier die nächste links. Und wie Sie sehen, sind sie alle Türen. Was zur Hölle war das denn jetzt schon wieder? Ach, geil. Oh! Na, sieh sich das hier einer mal an. Hier schon, dieser Raum, diese verschlossene Tür. Ich muss hier durch. Und ich kann meine Tastatur nicht so richtig, meine Maus nicht so richtig drehen. Eine Sekunde kurz. Ich werde hier mal meine Tastatur ein bisschen verschieben. Ja, gleich haut sie ab. Alles klar. Gut, das ist schon viel besser. Denn ich muss mich richtig gut drehen können, falls die Oma auftaucht. Und wir haben hier mal wieder einen Kellerdurchlauf. Aber wir haben hier noch nicht alle Türen angeguckt und... Diesmal wollen wir lieber mal alles mitnehmen, was wir finden können. Okay, gehen wir jetzt hier nächste links. Toll. Ich hier immer wieder immer wieder nach links. Oh, da sieht alles sich. Das hier einer Mann. Schon das dritte Relikt. Patientin 27C schon wieder, vom 23. August 1937. Patient 27C ist besessen von Labyrinthen. Zwanghaftes Verhalten hat ihn dazu gebracht,
sie überall in seine Zelle zu zeichnen. Nachdem ihnen der Platz ausging, begann der Patient ein detailliertes Labyrinth in sein eigenes Fleisch zu rissen. Sind wir Patient 27C? Ich meine, wir haben da auch ein Labyrinth auf unserer linken Hand. Es bedeckt seine ganze Brust, Teile seines Rückens, seine Unterarme, Oberarme, Oberschenkel und sogar Teile seines Gesäßes und der Genitalien. Der Patient wurde mit Hilfe einer Zwangsjacke ruhig gestellt und befindet sich in Isolationshaft. Oh mein Gott. Alles, wirklich alles, ganz detailliert, wurde eingeritzt von ihm. Oh, Leuchtstab gefunden. Und wir haben hier nichts mehr zu sehen. Oder haben wir hier vielleicht noch irgendwie Räumlichkeiten vergessen? Gehen wir nochmal zurück und zum Glück passiert hier noch nichts. Okay, wir haben hier noch einen Blick nach links. Und Motten. Was haben wir hier denn? Oh, Daylight. Schön. Warte, Crash! Der Witz des Tages und ein Sitzmöbel, das sich von selbst wieder aufstellt. Ist doch auch mal was. Und die Musik wird bedrohlich, aber hier ist noch nichts los. Ich bin froh sein, dass hier noch nichts los ist. Ein schickes kleines Büchlein. Moment. Ich kann es nicht so genau lesen. Ah, doch, da. New Science. Okay. Oh, noch ein Zettel. Batsch. 24. Februar 1859. Akte Patientin 12a. Die Patientin leidet an einem Hortungszwang und versteckt häufig alles, was sie findet. Die Patientin wurde dabei beobachtet, wie sie Dinge festhält und in unsinnigen Phrasen, wie vom Personal als verstörend bezeichnet, wurden zu sich selbst spricht. Alles klar. Vier Relikte haben wir schon. Zwei brauchen wir noch. Okay, hier ist nichts. Interessant. Dann müssen wir wohl in den Keller. Oder haben wir noch was vergessen? Sekunde, lasst uns das mal auf der Karte überprüfen. Kommen wir da geradeaus? Tja, es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir müssen noch mal zurücklaufen. Bis zum... Ich glaube, der dicke Nachbar ist da. Feiert heute Abend. I know there's somebody here. Ja. Was geht los? Juma! Jetzt geht's los, Leute. Hier. Da. Die Party hat begonnen. Der Horror fängt hier und jetzt an. Und es geht los mit einem Baderaum. Gut, Leute. Da hat's endlich mal angefangen. Und wir haben sogar schon das fünfte Relikt gefunden. 4. März 1988. Akte Patientin 13. Ich fürchte, dass wir angesichts der bevorstehenden Schließung des Krankenhauses kein Zuhause für sie finden werden. Es ist bedauernswert, dass ein Leben, das unter solch gewalttätigen Umständen auf die Welt gebracht wurde, nun unter die Obhut des Staates kommt. Sie wird zweifellos von einer Einrichtung in die nächste wechseln. Gut, Leute, hier geht unsere Geschichte auch schon so richtig los. Und ehrlich gesagt, ist selbst ein kleines bisschen Schiss. Weil das mit der Omi ist echt der Horror. Und wir haben schon mal diesen Raum gefunden, das ist schon mal sehr gut. Okay, wir haben diesen Raum und wir haben diesen Ort. Und das Einzige, was uns nur noch fehlt, ist ein Relikt. Oh oh. Da ist sie. So. Der Kampf hat begonnen. Zeit für ein Duell. Und ja, ich kenne auch Yu-Gi-Oh! Leuchtstab gefunden. Leider hilft uns das nicht für das, was wir eigentlich finden wollen. Tja, Leute, es gibt ein Problem.
Wir haben hier jetzt alles abgesichert. Wir müssen die Treppen auf. Da war sie und weg ist sie. Ach, wir müssen sowieso da, wo sie gerade aufgetaucht ist. Okay, wir müssen jetzt einmal noch weiter nach vorne. Und dann nach rechts, oder? Ja. Huch, hier gibt's noch einen geradeaus. Ich dachte, wir hätten das schon abgesucht. Das haben wir hier noch nicht alles. Oh, scheiße. Die Sackgasse. Ich habe jetzt meinen Finger permanent auf der 2. Also hab keine Sorge, ich werde uns nicht fressen lassen. Huch. Wir müssen einmal hier entlang. Und wo ist jetzt die 2? Scheiße. Meine Tastatur. Ah, scheiße, ich wollte das nicht. Ja, das war jetzt mein Fehler, Leute. Warum wird das Klopfen schlimmer? Mann! Mach schon. Als allererstes gehen wir in den Keller. Weil wir hiervon noch welche mitnehmen sollten. Weil jetzt geht die Party wirklich los, wie ich es gesagt habe. Das hier ist der 3. Abschnitt und... Okay, im Keller ist schon mal gar nichts. Das ist schon mal interessant. Diesmal müssen wir also auf den Dachboden. Aber wir brauchen auch nur ein Zettel, dann müssen wir sofort zum Stern hin. Hier ist nix. Was? Aber wo ist denn bitte noch ein Relikt? Irgendwo haben wir wirklich noch was vergessen, nur ich weiß nicht mehr wo. Gut. Keine Sorge, ich bin gewaffnet. Wo können wir noch hingehen? Gucken wir mal hier geradeaus durch. Nix, okay. Alles klar. Moment, da ist noch was. Nee, leider nicht. Okay, ich sollte nicht zu lange stehen bleiben mit der Signalfackel, weil sonst ist sie gleich weg und dann hat uns die Oma wieder am Sack. Ah, das ist scheiße. Ah, jetzt flüstert schon wieder jemand. Leute, ich weiß nicht, wo das letzte Relikt ist. Hier war doch nichts. Hier war doch die Sackgasse. Scheiße. Okay, ich muss jetzt ein bisschen langsamer gehen, damit ich die Karte im Auge habe. Denn nur über die Karte kann ich genaueres sehen, wann die Oma auftaucht. Gehen wir nochmal hier runter. Scheiße. Kacke, ich glaube, wir müssen gleich dann nochmal richtig heftig zum Dings da sprinten. Oh Gott, what the fuck was that? Ja, tut mir leid, Mädchen, aber... Wir werden es nicht überleben. Ja! Wir haben's! 7. Juni 1936, betrefft Patient 279. Der Patient hat berichtet, er würde bei Nacht schemenhafte Gestalten in seinem Zimmer sehen. Das Personal wurde angewiesen, seine Wahnvorstellungen mit Nachsicht zu behandeln, um gewalttätiges Verhalten mit bei Patienten 15 beobachtet zu vermeiden. Der Patient bleibt in seinem Zimmer unter leichter Aufsicht. Hatten wir das nicht mal gelesen? Und das hier. Was? Noch ein weiteres Siegel? Brauchen wir jetzt nicht. Aber jetzt muss ich sagen, Leute, es wird gleich richtig, richtig abgefahren. Und hier ist noch eine Badewanne. Gut, wir haben hier diese Schere, unser Siegel. Und Leute, schaut euch die Bedrohung da unten an. Der Mond ist fast komplett schwarz. Und das bedeutet, die Oma wird uns richtig, richtig erwischen. Und jetzt erstmal noch mal ein paar Erinnerungen. Alles klar. Weiter geht's. Jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt können wir uns nicht verteidigen. So, es war auf einmal, auf jeden Fall mal hier durch. Dann die erste rechts. Dann eine zweite geradeaus.
Dann lautet Karte, glaube ich, wieder die erste rechts. Ne, die zweite rechts. Ja. Jetzt geht die Party los. Okay, die nächste links. Die nächste wieder rechts. Und da ist sie schon. Aber... Tut mir leid, dass ich euch jetzt nochmal richtig abfacken muss. Aber ich will halt kein Risiko eingehen und hol mir deshalb noch ein paar Signalfackeln. Ja. Jetzt wird's passieren. Indem wir hier durchlaufen. Ja! Leute, Abschnitt 4. Geschafft. Oh, Leuchtstäbe. Oh, schade. Das war schon mit Leuchtstäben. Wir sind fürs Erste in Sicherheit. Hallo, Sir. Wer spricht da? Das ist noch nicht das Ende. Ich weiß, wie das Ende ausging. Da sagte auch jemand, hallo, Sir, schön, dich zu sehen. Häftling 85 war die gesamte letzte Woche unter meiner direkten Aufsicht. Sein Verhalten ist unverändert. Er scheint sich eine Art Virus zugezogen zu haben, der Fieber auslöst und ihn zu zusammenhangslosen Gefasel treibt. Er wird derzeit von den Schwestern behandelt. Ich werde seinen Zustand neu bewerten, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. So Leute, kann sein, dass ich hier sich nachher gleich nochmal alles reanimieren muss. Dr. Mercer, das Wartungspersonal hat die von Ihnen angeordneten Arbeiten im Büro, in Ihrem Büro abgeschlossen. Außerdem habe ich sichergestellt, dass jeder Teil des Projektes von einem anderen Angestellten erledigt wurde, wie Sie es gewünscht haben. Ihr neuer Schreibtisch sollte nun voll funktionsfähig sein. Judy. So Leute, ich werde den Part hier diesmal ein bisschen früher beenden, weil hier gerade gespeichert wurde und wir kommen hier nicht mehr weg. Es wurde hier jetzt einfach zugemacht. So Leute, im nächsten Part werden wir herausfinden, was in dieser Richtung alles abgeben wird. Und ich kann euch sagen, die nächsten Parts werden der totale Horror für uns sein. Schaltet wieder rein, wenn es heißt Pasta LP Horror Game Daylight. Ja, so Leute, jetzt verabschiede ich mich aber mal wirklich. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum die Aufnahme nicht beenden will. Also, schaltet wieder rein, wenn es wieder heißt Pasta LP Horror Game Daylight. Tut mir leid, Leute. Irgendwie will ich gerade die Aufnahme nicht beenden. Da muss ich jetzt mal kurz selbst ein bisschen Hand anlegen. Ja, ich frage mich, warum die Aufnahme nicht beenden will. Okay, Leute, jetzt hab ich's. Sekunde. Gut. Dritter Anlauf. Alle guten Dinge sind nämlich drei. Schaltet wieder rein, wenn es heißt Pascal, Let's Play, Daylight und so weiter und so fort. Und tschüss. Das soll doch wohl ein Witz sein. Nein. Einfach nur nein. Okay, Leute, ich muss doch ein bisschen, doch selbst handhaben. Schaltet wieder rein, wenn's heißt Daylight.